Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Farming Simulator 19 oder Landwirtschaftssimulator 2019. In der letzten Folge haben wir unsere Schäfchen befüllt. Die sind auch schon brav hier am Wolle produzieren. Wir sind bei 150 Litern Wolle. Wir haben hier auch irgendwo noch unser Ding rumstehen. Ich glaube nicht bloß, dass wir... Ah, stimmt, dafür müssen wir was anhängen. Wir haben noch 30.000 übrig von den von der halben Million, die wir uns... Mit den 400.000 haben wir geliehen, eine fast 100.000 hatten wir im Konto durch Missionen. Aber ich glaube nicht, dass wir dadurch viel machen können oder viel Geld machen können. Deswegen schauen wir uns heute nochmal ein bisschen die Karte an, einfach um ein bisschen was zu machen und auch ein bisschen die Welt mal zu erkunden, die es eigentlich hier gibt. Ich will nur den schnell, den Elektrohubwagen von Lizard an seinen zukünftigen Arbeitsort bringen. Mal schauen, wie schnell das Teil geht. 18 km/h, das ist gar nicht schlecht. Vor allem ist es ein bisschen hubelig irgendwie. Irgendwas. Ich glaube, das wird gerade Oberflächen gerade mal gebaut und fertig. Die kommen jetzt einfach hier hin. Warte mal, kann ich hier was machen? Zufang aufklappen. Als ob ich den jetzt... Mann! Also das finde ich cool. Ich wusste gar nicht, dass es so... Also ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur zugefügt wurde, also als YOLO. Aber er hängt halt ziemlich schnell. Hm, vielleicht nicht die beste Investition. Wir verkaufen jetzt aber auch mal, weil wir es nicht mehr brauchen. Die Kabel da, ganz ehrlich, unnötiger Shit und extrem aufwendig. Das werde ich in der Zukunft mit dem Trecker machen. Deswegen verkaufen wir das da wieder. Und es ist buggy ohne Ende. Also ihr habt es nicht mitbekommen, als ich das Ganze verkauft, bearbeitet habe. Puh, das war anstrengend. Und es lag nicht an meiner Inkompetenz, das kann ich euch sagen. Normalerweise ist es meine Inkompetenz, die Scheiße baut, aber in diesem Fall war es echt das Game. Das war echt uncool. So, jetzt haben wir 13.000 von dem allein erhalten. Vor allem in Zukunft werden wir jetzt erst ja keine Silage mehr brauchen. Weil wir ja in diesem Falle... Apropos Unterkunft. Da haben wir auch mal überlegt gehabt. Hallen. Genau, das sind die Hallensysteme leer. Für Ballenlager und Fahrzeuge geparkt. Wie groß ist denn das? Nicht genug Geld. Oh, 175.000. Lecko mio. Vielleicht soll die normalen Unterstand. Easy Chat. Ja klar, das kann man hier irgendwo hinstellen, aber. Das ist mal ganz ehrliche Frage. Welcher normale Bauernhof hat so eine riesige offene Halle? Jeder hat so eine mit Rolltor meistens. Oder viele haben als meistens mit Rolltor. Ist auch. Vor allem für diese Schrägen sind die nicht gebaut, die Teile. Wir können hier für ein paar tausend Euro kleine Chat hinstellen, kosten uns 10.000 aber auch wieder. Ob sich lohnt, ich würde es eher mal lassen. Ein Big Bag, hier passt auch alles rein. Mich würde interessieren, wenn du sowas befüllst, so ein Big Bag eher. So. Irgendwas wollte ich kaufen. Genau, ich wollte mal gucken. Autos. 45. 17, oh guck mal. Das hier finde ich cool, das holen wir uns jetzt. Weil damit haben wir uns eigentlich das ein bisschen verdient und ein bisschen was zum Rumfahren brauche ich auch, mit dem wir einfach nur gucken können, auch zwischendurch. Weil ich will heute mit euch ein bisschen die Welt erkunden, wie gesagt. Das Ding ist lustig. So, wo fahren wir denn als erstes hin? Wir waren noch nie wirklich groß auf dieser Welt unterwegs. Hey, guck mal, das bin ja fast ich. Wie geht's den Schafen? Gut, 600 Liter Wolle haben die schon erzeugt, nice. Ich wollte auf der Karte mal gucken, wo wir hinfahren. Ich will mal das hier unten erforschen. Das Teil hier und dann würde ich mal ganz, ganz hochfahren und gucken, was oben ist. Die verschiedenen oberen Straßen. Oder wir müssen jetzt da runter und da die Straße hoch. Let's go. Ah ja, stimmt, wir sind ja bei 120er Geschwindigkeit. Bedeutet, die Zeit wird jetzt ziemlich schnell durchrasseln. Ui, ich finde das Teil cool gerade. Vor allem die Geschwindigkeitsanzeige ist unten super. 80 km/h, wow! Wir sind zu schnell, um den Berg hochzufahren.
Kann ich mit F1 nicht? Ja. Perfekt. Wir forschen jetzt die Welt hier. Ich würde so gerne hinten auf die Brücke kommen, aber das vielleicht geht nicht. 90 km/h. Oh, das Ding ist echt flott. Aber schick gemacht. Oh. Wo kommen wir denn da hin? Oh, schaut euch das an. Welterforschungstour. Sollen wir hier kein Auto entgegenkommen, ist noch alles gut, weil dann habe ich echt voll praktischen. Oh, guck mal hier, Parkplatz. Aber wir parken mal hier. Wahrscheinlich jeder fährt so ein normales Auto, so ein Tesla oder sowas. Ich komme mit meinem Mahidra. Motor aus. Schauen wir uns doch mal das hier an. Mit ein paar Bänkchen zum Sitzen. Oh, das schaut schick aus. Was halt schade ist, dass es teilweise, wenn du schaust nah an und dann schaut das hier so. Ihr wisst, glaube ich, genau, wenn ihr das anschaut, was ich meine. Du siehst halt die Tür und dahinter einfach nur das Pappmaché. So wie als ob die Hütte gerade umbauen und dann sozusagen, so wird es mal ausschauen. Das geht noch. Aber ich weiß nicht, wäre das ein großer Performance-Problem gewesen, wenn die Räume innen so, also wenigstens die Räume, wo die Fenster sind und alles gebaut hätten? Hätte es so stark die Performance beeinflusst? Ich weiß nicht. Steht hier was? Ah, schau her, jetzt gibt es leckere Lasagne mit Pizza. Schick, schick. Schick, schön. Ohne 30er-Zone. Hupsala. Und ich bin falsch schon reingefahren. Ah, nee, Motor an. Ich muss Druck setzen. So, auf hier auf den Berg. So Bergrennen müsste man mal machen mit solchen kleinen Geräten. Das wäre auch bestimmt funny. Holy shit, Maroney. Von hier hoch? Komm, das Ding ist echt stark auf bergauf. Das ist echt erstaunlich. Ein erstaunliches kleines Ding hier. Wir sind mit 80 fast unterwegs. Wir müssen hier dann rein. Wow. Ey. Ist eine lange Zeit gut gegangen. So, okay, wieder hoch. Ein bisschen die Welt erkunden, was wir hier am Ende finden. Und voll Gas. Komm schon, du schaffst das, kleines Autochen. Oh shit! Da runterfliegen wäre eine ungute Sache. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Nicht übertreiben. Und da komme ich zu diesem. Oh, shit, bitte. Der bestimmt geht zum Boden. Und hier kann ich irgendwo dann abbiegen. Genau hier lang. Oh, was ist denn das Schönes? Mit einem riesigen Plaza davor. 30er-Zone. Kommt hier ein Parkplatz für uns, ne? Das Berghotel. Ja, schau an, das Berghotel. Das hat ausgebaut. Da haben sie das schöne alte Adventure. Ach, Business Hotel. Hopsala. Gar kein Ferien oder ein Business Hotel. Wer macht hier Business? Wir sind mitten im Nirgendwo. Sieht man einfach von hier aus unsere. Nee, sieht man nicht. Ich glaube, irgendwo da hinten sind wir. Da vorne waren wir vorhin. Wie viel haben unsere Schafe in der Zwischenzeit gemacht? 273 Liter. Und sauber machen muss ich dann später mal. Das schaut cool aus. Das ist so Binderholz-mäßig. Irgendwie so ein bisschen. Bisschen halt. Schick.
schick, schick, schick. Das Business Hotel von uns daheim. Ja, ja, das ist eine ganz tolle Sache hier. Fände es ja cool, wenn du das kaufen könntest und dir das so passives Income geben würde. Das ist so bestimmt funny. Dass du irgendwann so vom einfachen Landwirten zum Businessman-Landwirt wirst. So. Ja, ich bin Bauer. Aber ich habe 3 Hotels, 5 Läden und einen Bahnhof. So, mal zurücksetzen. Und jetzt probieren wir was mit dem Teil aus, wenn das funktioniert. Ich weiß nicht, was. Oh, guck mal, jetzt laufen die Menschen noch. Kaum ist es Tag, sind die Menschen aktiv. Eieiei. Wir springen jetzt den Berg mal so schnell runter, wie es geht. Und wir fahren jetzt erstmal einmal ganz rauf. Wow! Und dann mit Vollkaraffe runter. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das wird überhaupt nicht schief laufen oder so. Was für Power das Ding unter dem Arsch hat. Wie hoch komme ich? Also wenn du das alles mähen musst, ne? Alter, da brauchst du ja einen richtigen heftigen Trecker. Oder heftigste Maschine halt. Oh, hier oben geht's. Hier oben ist echt. Ja, hier geht's, hier geht's, hier geht's. Hallo Straße. Wow. Ich glaube, wir sind jetzt am highest Spot sozusagen. Okay, da ist noch höher, aber. Oh shit, das geht hier runter. Bin ich schon wieder auf dem Weg runter oder wie schaut das aus? Nee, ich bin am höchsten Punkt von der Straße, wie es ausschaut. Aber wir fahren da rüber. Dann brettern wir da einfach mal gerade runter und schauen, wie schnell das ist. Ab geht's, Jungs! Bitte nicht in echt nachmachen. Das kann nicht gut enden. Sowas kann eindeutig nicht gut enden im echten Leben. Deswegen gibt's Videospiele. Oh, das schaut schon, leider da hinten schaut schon wieder so einfach so unecht aus. Das ist schade, wenn die Entfernung so halt nicht so ganz ins Bild passt vom Game selber. So, okay. Let's go. Holy shit! Warum haben die eine Abgrenzung hier? So, okay, das könnte problematisch werden, muss es aber nicht so sein, weil der haben wir wieder Absperrung, oder? Die muss hier lang. Wow! Na, fast 100, fast 100, fast 100! Fast 100 km/h, oh mein Gott, wow! Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich komme hier mal rein. Hui! Oh. Hallo! Hey, wir sind zurück unten auf der Straße. Mal von da lang und dann zurück zu uns mal zur Anlage. Und schauen wir mal, was in der Zeit, wo wir hier rumgetollert haben, große Nachhilfe beim Supermarkt, okay? Was unsere Schafe währenddessen schon alles geschafft haben. Vor allem können wir uns einmal bei unserem kleinen Ding anstoßen. Aber große Anfrage beim Supermarkt, nach allem oder nur nach einer bestimmten Sache? Ich weiß es ja nicht. Ah, das Ding fährt aber echt gut. Also müssen wir mal lassen. Schnell und flexibel. Und das hat nicht viel gekostet. Im Gegensatz zu den Autos. Und der hat einen Anhängerkupplung. Also ich glaube, da wird halt dann das große Problem sein, dass die Anhängerkupplung nicht so gut ist. Kann ich da einfach so überhaupt bitte? Dankeschön. Oh, Schild. Alter, das geht so schnell mit dem kleinen Teil, wenn du einfach irgendwo hinfahren willst. Oh, shit. Sorry, Nachbar. Bin gleich wieder unten. I'm back. Und einmal schubs. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht besser gemacht. Wo packen wir denn dich? Ja, die haben auf jeden Fall schon ein bisschen was gemacht. 2 volle Teile haben wir schon mal hier. Jetzt können wir gleich mal ausprobieren, wie diese Merida hier funktioniert. Kommt mit so einem Teil immer aus irgendeiner Ecke raus.
Meistens habe ich gesagt immer. Ja, geht doch. So, okay, dann schauen wir mal, wie gut das Teil ist zum Aufnehmen. Vor allem, wie man das mit dem Teil hier aufnimmt. Normalerweise fährt man so in eine Palette rein. Pass auf, jetzt ist das Teil nicht mal richtige Größe. Das wäre so typisch Games. Oh, schon. Das ist doch für Paletten ausgelegt, habe ich gedacht. Meine Fresse. Okay, dann von der Seite. Okay, mal blöde Frage. Für what the fuck ist dieses Teil gebaut? Kann ich da noch irgendwas konfigurieren, damit der gescheit ist? Also ich weiß, wie ein Gabelstapler funktioniert, also so eine Hebebühne funktioniert. Ich benutze sowas öfters. Aber hier scheint es nicht so... Oh, guck mal, da hat das Heu aufgenommen, was daneben war. Hupsala. Kann ich das wenigstens an einer Seite? Ich weiß nicht. Ich dachte, das ist richtig cool, wenn du es dann so mit Hand rumfährst, ne? Aber nö. Das passt nicht mal. Top-Innovation. 1A. Bestes Programm ever. Aha. Drecksal. Allein schon, dass das Teil höher ist wie ich. So müsste das eher sein, nicht so. Die Skalierung, also wahrscheinlich, ich denke mal, dass es die Skalierung ist, dass das schon passen sollte, aber der halt viel zu groß skaliert ist. Das kann sein. Vielleicht kann man ihn skalieren. Aber das Modell ist einfach viel zu groß. Schaut euch das mal an. Also, das wird wahrscheinlich, ich denke mal, es ist ein sehr alpha-mäßiges Teil und noch zu groß. Ich glaube, das muss man umskalieren. Würde ich sagen, weil einfach... Es ist irgendwie dafür gemacht, dass du hier rein, glaube ich, kommst. Aber wenn es halt kleiner wird, dann wird es auch da locker reinpassen. Und die Größenverhältnisse würden passen. Das ist einfach, glaube ich, viel zu groß. Ich will nicht gerade bloß, ob wir es behalten oder wegschmeißen. Ah, wir schmeißen es weg. Scheiß drauf. Das ist das Geld, das wir wieder kriegen. Garage. So, denn da. 1000. Ja, okay. Ein bisschen was bringt er wenigstens. So. So, Leute. Aber das war's auch für diese Folge. Ihr seht schon, wir haben jetzt schon... drei von denen. Ich werde die dann auflagern und dann bei der nächsten Folge ich werde mich darum kümmern, dass die Viecher genug währenddessen zu essen haben, weil die Wiese muss die Wiese noch wachsen oder ist die schon wieder gewachsen fertig? Oh, die Wiese ist schon wieder fertig. Bedeutet, wir stellen die Zeit dann wieder zurück. Bedeutet, ich kann dann wieder Main anfangen. Und in der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen Heu haben und alles. Dann schauen wir mal an, was das Ganze sich hier einbringt. Ich hoffe, dass sich die Zeit hier einfach ausgeht. Ich werde jetzt dann noch eine Schaufel kaufen und eine Palettengabel. Wir schauen mal, ob wir den hier behalten oder was anderes dafür einsetzen. Obwohl, wir können euch den auch dafür einsetzen dann. Und ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht ab. Schreibt in die Kommentare, was wir verbessern können und was ihr euch vorstellen könnt, was wir noch machen können. Und ja, also, bis dann. Ciao.